Halli, hallo, Hallöle. Es ist Mittwoch, der 6. Februar. Wir haben abends 17:10 Uhr und heute geht es hier um den Dow Jones. Den haben wir auch schon 3 Wochen nicht mehr gemacht, deswegen will ich da heute mal drauf schauen. So, vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Das ist eine brutale Aufwärtsbewegung. Das hätte ich, nach dem, was hier passiert ist, so nicht erwartet. Die Aussage des letzten Films war, dass wir uns spätestens bei 25.000, das ist die Verbindung aus diesem Trend und der 200-Tage-Linie, dass wir uns da hätten länger aufhalten sollen. Das interessiert den Freund im Moment erstmal gar nicht. Wir sind dran, nochmal dran, gehen drüber mit diesem Doji. Auch eigentlich kein gutes Vorzeichen, dieser Doji. Ich mach's mal ein bisschen größer. Und dann geht er durch dementsprechend. Wir sind am oberen Band. Die Bänder sind beide nach oben gerichtet. Sie haben keine Signalwirkung. Die gleitenden Durchschnitte sind weiterhin positiv. Dieser Downtrend, der immerhin fünfmal bestätigt wurde und von daher durchaus als Downtrend gilt, ist gebrochen worden. Von der Technik her sind wir hoch, wenn auch über das MACD leicht abgeflacht, aber auch der Oszillator ist im Extrembereich. Heute, hier und jetzt, zu dieser Uhrzeit, rechnet er schon fast bei 98. Das ist sehr hoch. Aber ich habe hier kein Verkaufssignal, ich habe hier nichts, ich habe nichts von den Bändern, nichts von den gleitenden Durchschnitten. Das ist einfach nur ein Hochwandern mit einer einzigen kleinen minimalen Korrektur zu Beginn von Januar. Das habe ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Das hätte man richtig was machen können, aber nein, ich hatte hier einen Widerstand, kommend durch diese Unterstützungen, das war hier. Und wir sind jetzt sogar auch über dieses 61,80er. Es gibt eine ganze Reihe von Händlern, die schauen außer bei den Fibo-Linien, die ich gerne benutze, auch noch auf das 76er und da sind wir bei 25.715. Da sind wir also ungefähr hier. Das ist das letzte griffige, die letzte griffige Fibo-Zahl. Ich arbeite nicht so viel mit der. Ich finde, die wird nicht so oft getroffen, aber da bin ich auch schon hier und da mal widerlegt worden. Tatsächlich ist es so, jetzt muss den Chart mal wieder ein paar mehr Kurse reingeben. Wir haben hier das High. Runter, tieferes High, dran, tieferes High und durch. Das hier ist das letzte große Zwischenhoch. Und da sind wir ziemlich genau bei 26.000. Wenn wir wirklich das schaffen und da durchgehen, nicht nur dran, sondern durchgehen, dann gilt die gesamte Abwärtsbewegung als ad acta gelegt. Sie sehen selbst, dass diese verschiedenen Werte, die also auch dazu beigetragen haben, dass die Amerikaner ein bisschen nervös wurden, wie Apple, Facebook, Amazon, Netflix, die ganzen Fanggeschichten, die haben sich zum Teil erheblich wieder erholt. Ich halte das für sehr, sehr schwierig hier. Einen Fehler sollte man in dem Zusammenhang nicht machen. Sie können das ja mal probieren. Sie können von hier unten einen Trend ziehen. Das sieht dann so aus. Aber ich rate davon ab. Denn dieser Trend ist eher eine optische Unterstützung, als dass er hilfreich ist. Denn der hat zu wenig Berührungspunkte. Der ist einfach steil nach oben. Der bringt nichts. Ich gucke da darauf gar nicht mehr. Ich bin der Auffassung, dass ja, dagegen zu halten, hat wenig Sinn. Ich lasse den jetzt einfach laufen. Ich kann den hier oben nicht mehr kaufen. Wenn ich der Meinung bin, der Markt geht runter, muss ich dir allerdings einen Put, das machen wir auch gleich, suchen, der oberhalb von der 26.000 liegt. Ja, das ist sonst zu gefährlich. Ja. Ein, tja, wie auch immer gearteter, falscher Tweet von dem Herrn Präsidenten, das Ding knallt hier oben raus oder er knallt nach unten. Das ist halt die ganz große Gefahr hier. Diese Rede zur Lage der Nation, naja, was Neues hat sie natürlich nicht gebracht, was hätte sie auch bringen sollen, aber hat auch keinen Einfluss irgendwie auf die Kurse. Wenn Sie long gehen wollen, sind der Meinung, wir schnappen uns hier diese 26.000, würde ich aber auch den Stop sehr, sehr eng legen. Das wäre dann irgendwo hier bei 24.790 ungefähr. Ich hätte nicht den Mut, jetzt hier einen tiefen, weil hier gehört er eigentlich hin, bei 24.304. Aber das sind 1200 Punkte, das ist mir für einen Stop zu weit weg. Das kann ich nicht. Deswegen nehme ich lieber einen, der hier näher dran liegt. Können wir ja gleich mal machen. Den habe ich sogar schon vorbereitet, damit ich für Sie keine Zeit verliere. 24.776, ja, da sind wir ungefähr hier, da sind wir drunter, also unter diesen beiden Kerzen hier. 24.776, das wäre von Goldman die GA2CD0. Also wer der Meinung ist, dass wir das jetzt hier weiterziehen, sollte meines Erachtens nach einen sehr, sehr engen Stop legen. Und der ist bei mir hier, wie gesagt, die Basis 24.776.
den muss man 30 Punkte vorher stoppen, also schon bei rund 24.800. Nochmal ist die GA2 CD0. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Wenn ich hier dann auf Short gehe und ich sage, dass wir hier bei 26.000, der darf auf keinen Fall drunter liegen, dieser Put. Das sind nur 600 Punkte. Das ist schon ein heißes Teil. Das wäre so 26.100, 26.150. Da müsste ich ungefähr liegen bei so einem Hebel von um die 40. Hier ist einer mit 39. Das ist mir zu nah dran, 26.020. Deswegen gehe ich da lieber nochmal mit dem Hebel ein bisschen runter, sagen wir mal auf 35. Das passt schon eher hier. 26.067. Damit sind wir also hinter diesem Zwischenhoch da. Und wenn wir das erreichten, wären das 4.500 Punkte ungefähr, die der Dow in eine Richtung gelaufen ist. Das wäre schon sagenhaft viel, vor allen Dingen für die Kürze der Zeit. Also 26.067, vorher traue ich mir keinen Put zu. Also das ist die Basis, die ich dann auf meine Watchlist lege. Das ist die GM81KH, Karl Heinrich. GM81 Karl Heinrich. Aber ich lasse den laufen. Jetzt dagegen zu halten, halte ich für schwierig. Ja, also würde ich noch nicht machen. Das kann ins Auge gehen. Trotzdem wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.